Hallo, ich bin der Robert. Wir sind hier im Hubertushof in Peilstein. Ja, die Geschichte vom Haus. Ich habe den elterlichen Betrieb von meinen Eltern übernommen, habe immer klassische Kochlehre gemacht, Saison, verschiedene Stationen durchgemacht und habe dann aber wieder nach Hause müssen, weil meine Mutter den Betrieb fast alleine geführt hat. Und sie hat immer gesagt, wenn du nicht heimkommst, dann spiel ich wieder zu, hat sie gesagt. Und meine Mutter hat immer gesagt, wenn du nicht heiratst, dann kriegst du das Haus nicht. Das war ihr Standpunkt, sie war da sehr recht streng. Und dann haben wir sehr früh geheiratet, meine Frau. Und haben dann auf mehrere Stationen, ja, das Haus war sehr alt, aus den 60er Jahren, und haben das dann umgebaut. Das war halt einfach, wie soll ich es beschreiben, eine alte Bude, und, aber viel Geschäft und viel nur Getränke, wie es halt früher war, 20 Leute am Stammtisch. Es war ein klassisches Wirtshaus mit Stammtisch, und dann haben wir versucht, ja, wir müssen irgendwas verändern ein bisschen, und haben versucht, dann mal auf die erste Bauetappe das Haus zu sanieren, zu erweitern. Und haben dann angefangen, die klassische Küche traditionell ein bisschen aufzupäppeln mit den Feinheiten, was ich gelernt habe in der Schweiz. Mit der Zeit ist halt Essen immer mehr vordergründig geworden. Und er hat sich auch überall fortgebildet und hat sich sehr bemüht und hat ihn auch recht gefreut. Und das hat sich dann bemerkbar gemacht. Ich glaube, die Gäste schätzen das gute regionale und saisonale Essen und auch die guten qualitativen Lebensmittel. Und trotzdem die ganze Atmosphäre. Ich denke, die Arbeiter sowie die Gäste fühlen sich alle wohl. Und wir sind ein klassisches Restaurant eigentlich geworden. Mit Mittagsmenü, genauso wie Arbeiter, aber auch für à la carte Gäste. Wir machen sehr viele Feiern. Sonntag ist sehr schwerlastig für eine Familie. Taufen, Geburtstag feiern. Aber natürlich auch das Wochenende, Hochzeiten drumherum. Und unsere Küche ist einfach ausgerichtet übers Jahr gesehen. Wir kochen traditionell, verfeinert, aber regional. Mit Produkten aus der Region und nach den Jahreszeiten kochen wir. Wir kochen, was die Natur gibt. Frühling, Sommer, Herbst, Winter. Das sind unsere Zeiten, nach denen wir uns richten. Unser Team schaut aus, wir haben so 12 fix Angestellte und einige Aushilfen, die was immer gerne einspringen und alle schnell bei der Hand sind. Wir haben die meisten, die was fix da sind, die sind schon über 10 Jahre da oder noch länger, 15 Jahre sind schon einige da. Die sind wie meine Familie schon. Also das Team würde ich eigentlich bunt gemischt beschreiben. Ich denke, wir haben verschiedenste Charaktere im Team. Aber ich denke mir, die Vielfalt im Team, gerade das macht das aus. Weil wir haben wirklich junge Leute dabei, wir haben ein wenig ältere Leute dabei. Man ist viel persönlicher, man geht mehr auf die Mitarbeiter ein, man horcht, was, du lernst einen Mitarbeiter kennen. Das ist ja, ich bin ja mit einem Mitarbeiter mehr beieinander wie mit meinen Kindern. Der ist ja 8 Stunden bei mir, 5 Tage lang. So wie sie, ich sehe meine Kinder gar nicht. Also lernst du den auch sehr gut kennen und du weißt ja in der Früh, wenn einer geht, hallo, was ist heute? Ein passt, ein Zwitz, da haben wir irgendwas. Und das Wichtigste ist einfach, man muss mit den Leuten reden. Du darfst nicht was auf die lange Bank schieben, wenn es irgendwo zwickt oder dem passt irgendwas nicht oder der will irgendwas. Umso länger du wartest und du das nicht klärst mit dem, umso schlimmer ist es. Dann bricht er der Weg, dann verlierst du deinen Mitarbeiter. Und ich habe mir einfach angewohnt, wenn ich merke, es stimmt irgendwas nicht, er hat irgendein Problem, dann hole ich mir den her und sage, komm, setzen wir uns zusammen, trinken wir einen Kaffee, quatschen wir. Und da sind öfter die Probleme dann von alleine weggegangen. Es löst sich dann einfach. Er ist zufrieden, ich bin zufrieden, weil ich weiß, was er hat. Sie erzählen dann und man glaubt gar nicht, was die Leute alles erzählen, wenn man auf einer zugeht. Sie sind froh. Wir sind eine sehr ländliche Region, sehr schöne Gegend bei uns. Super zum Radfahren, zum Wandern, zum Entspannen. Wir haben eine tolle Natur, wir haben tolle Lieferanten, auch noch bäuerliche Betriebe. Ja, ich finde es einfach genial, die Region, weil wenn da Gäste zu Hubertushof kommen und dann fragt man sich, ja, warum machen sie da Urlaub? Dann beantworten die meisten eigentlich, ja, es ist ein Paradies da. Und das finde ich eigentlich auch, weil wir haben Wälder, wir haben Wiesen, wir haben verschiedenste Sachen, was man machen kann. Und die Region ist einfach ja, Paradies.